Ja, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Sniper Elite 4. Wir machen heute weiter mit unserem Freund. Wir wollen heute ein Kloster erobern. Dann let's go in die Mission Nummer 5. Die viertletzte Mission. Wir gehen in den zweiten Teil. Ja, 8 Missionen sind es insgesamt. Wir sind Mission Nummer 5. Die Mission in der Werft ist der Beweis. Der Bau von Kesslers Rakete muss in vollem Gange sein. Die gefundenen Bauteile lassen keinen anderen Schluss zu. Sicher, wir haben die Operation vereitelt. Aber wie viele dieser Komponenten wurden bereits nach Allagra verschifft? Wie nah stehen die Nazis vor der Massenproduktion der neuen Rakete? Eins ist ganz sicher. Die Mafia hat an der Werft gestohlen. Eine Verbindung, die das OSS gern ausbauen würde. Insbesondere aufgrund ihrer Verstrickung in die Operation Husky, der erfolgreichen Übernahme Siziliens. Weaver möchte, dass ich mich mit Salvatore Di Nelli treffe, einem berüchtigten Mafia-Boss, um ihn zur Zusammenarbeit mit Alliierten und Partisanen zu überreden. Allerdings hat alles seinen Preis. Wie immer. Okay, dann geht's wohl gleich los. Okay, wir haben Munition, okay. Auf diesem Weg werden uns die Panzerabwehrwaffen dezimieren. Sind Sie sich sicher? Die Deutschen anscheinend schon. Momentan ist alles ruhig, aber seit knapp einer Woche schießen sie hin und wieder. Könnte jeden Moment weitergehen. Besser, sie schalten sie aus, Karl. Zerstöre die Artilleriegeschütze. Dann let's go. Wir müssen ja eh weitermachen. Aber bumm, und der geht einmal kurz durch die Leber und das war's, mein Freund. Und der auch. Infanterie-Kill. Oh, den geht's auch. Der müsste eigentlich genau auf den Kopf gehen, ja. Den hat's auch erledigt. Dann Karabums, der nächste auch down. Level 9.
Wo ist denn der? Da hinten, oder was? Nee. Meine Munition ist fast alle. So, der ist auch dick. Er sucht natürlich an uns. Verschwunden! Weiter ledig! Ich hab ihn verloren! Da drüben! Über da! So. Munition mitnehmen. Schätze, ich habe alles eingesammelt. So, den hole ich mir aus dem Eck da unten raus. Den kriegt er nämlich, können wir einmal kurz durch den Kiefer. Es ist mal gut. Che colori! Davvero magnifico! Hier gibt's nichts mehr zu finden. So, den holen wir uns. Der kam auf uns schon selber zugelaufen. Ein Funkcode. Sehr nützlich. So, dann haben wir das auch erledigt. Rufe den LKW-Konvoi. Ja, wir haben Gewehrmunition mitgenommen. Aber die muss aber hier irgendwo sein. Das war das, was wir suchen. Töte alle Soldaten, ne? Sollen wir auf jeden Fall machen. Ja, gut, stimmt. Der muss hier. Warte mal, was ist das denn hier überhaupt? Okay, hier müssen irgendwelche Dokumente liegen. 4 Stück insgesamt. Sul serio, questo è il mio preferito. Se solo quel buffone di Dine sapesse che lo sto portando via. Das? Nehmen wir alles mit, was wir hier kriegen können.
So, dann haben wir den Bereich geklärt. Dann gehen wir dahin. So. Jetzt kommt der nächste Haufen an Leute dabei. Das hier wird sehr nützlich sein. Aua. Das ist natürlich nicht so gut gewesen, dass ich jetzt... Dann nehmen wir den mal kurz eben mit. So, war gut jetzt hier. Scheiße.
Gott sei Dank. Fuck you. So. Jetzt suchen wir kurz die Leiche. Das hier wird sehr nützlich sein. Gut. Na, also die Herzfrequenz ist gerade sehr hoch, das ist das Problem an der Sache. Gott sei Dank. Haben wir das auch schon erledigt? Sonst nichts. Da oben laufen jetzt noch drei rum. Ich hab ihn. Meine Fresse, ist mal irgendwann gut hier. So, kaputt. Das war Nummer 1.
da war doch nämlich eine Fuck you. Ich gehe jetzt mal gerade nicht durch. Klar sucht der Feind mich. Ja, fuck you. So, tot. Oh, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wie viele Gegner wir noch zusammen. Aber das werden wir dann im nächsten Part erfahren.